Erstmal eine E-Mail. Ein Kommentar zu heute. An alle Mitarbeiter. Oh, warte, das habe ich schon gelesen. Von Alex Yu. Das hat unser Bruder. Also, mein Bruder hat das geschickt. Alex hat es geschickt. Szenenauswahl. Ah, da mache ich wahrscheinlich auch. Ja, genau. Aber das geht. Das geht. Okay, cool. Wie dieser Teppich da auch von unten einfach hingeschoben. Jetzt kann ich die Tests nochmal machen. Hey. Okay, komm. Was war das? Typhon Kakoplasmus. Jeder nennt sie Mimics. Achten Sie darauf, was Sie aufheben. Das sind zwei Tassen. Das sind 100 pro Mimics. Aber zuerst muss ich hier natürlich... Ist doch schon. Ach so, ja. Ich denke mal, sind die ineinander? Ich denke mal, der schief steht, ist ein Mimik. Ah, oh, ich will nicht. Okay, stirb. Nein, du. Stirb. Wie, als ob ich dich nicht treffe. So. Boah. Wie ist diese Mimik immer zerfetzt? Ist der Raum schon? Ja. Okay, diesmal schaffe ich es schneller. Ah! So. Das war auf jeden Fall schneller. Kamera beobachtet mich trotzdem. Geh auf. Hallo? Hallo? Nein. Na dann. Geh ich mal Kaffeetassen angreifen. Alter, ich habe so eine Angst, ganz ehrlich. Diese Musik macht es überhaupt nicht besser. Ein Medikit. Erstmal kannst du schnell zwischen Waffen und Kräften wechseln. Cool, danke. Habe ich ja auch vorher noch gar nicht entdeckt gehabt. Kann man mit Mimics interagieren, wenn sie gerade Dinge, irgendwelche Viecher sind? Ja, wenn sie Viecher sind wahrscheinlich, wenn sie Objekte gerade sind. Ich kann das nehmen? Ja, okay, cool. Bin natürlich sehr umweltbewusst in einem Labor. Da darf kein Papier im Boden liegen. Mann, ich bin so paranoid. Alles, was ich schon mal gesehen habe, ist einfach für mich eine Mimik. Auch wenn ich damit interagieren kann. Weil ich weiß nicht, ob ich mit Mimics Sachen interagieren kann. Alex. Ui. Simmons, was ist hier los? Es gibt ein Problem. Was ist mit Morgan? Sie lebt noch. Ruhig gestellt. Alles klar. Bin unterwegs. Das bringt mir nichts. Okay. Ja, okay, ich glaube, hier ist nichts. Wir könnten
Überall Mimics sein, ja, ja. Ich mag es überhaupt nicht. Ho, ho. Okay, darauf will ich nicht schlagen. Das ist mein Zuhause. Hier sind wieder kaputte Fernseher. Die haben einfach überall dieselbe Textur verwendet für kaputte Dinge. Boah, Alter. Denke ich mir einmal nicht, dass es ein Mimik sein könnte. Der hat einfach kein Gesicht mehr, oder? Nope, kein Gesicht. Doch, doch, er hat ein Gesicht. Und so jemanden, der so aussieht, wollen sie... Nichts weiter von da. Ich weiß nicht, wie ich mein Inventar öffne, aber ich hab's jetzt offen. Okay, mit I. Wow. Aber dieser Professor-Dingsbums sah ja auch so aus, als er von Mimik angegriffen wurde. Und bei ihm haben sie gesagt, den können sie noch retten. Also als sein Zustand ist kritisch abstimmt. Ist ja okay, um die Simulation zurückzusetzen. Ganz ehrlich, was ist passiert? Was hat dafür gesorgt, dass auf einmal die ganze Technik am Arsch ist? Alles ist... Tankste. Da springt auf einmal so eine Tasse rum. What the fuck? Die ganze Technik ist am Arsch. Alles ist kaputt. Komplett zerstört. Das ist einfach so unnormal geil. Ich muss mir das nochmal von unten anschauen. Das, wie cool ist... Ich liebe Looking Glass Technologie so sehr. Es ist so geil. Props an den, der die Idee dafür hatte, das so zu machen. Ist hier... Ah, das ist auch Glas. Den Code muss ich auch noch rausfinden. Warte, wer ist hier? Marco Simmons. Muss ich mir... Oh, warte. Ha. Lol. E-Mails. Erinnerung an die Firmenpolitik im Umgang mit Passwörtern. Wir möchten Sie höflich an einen wichtigen Abschnitt an uns aus unserer Firmenpolitik erinnern. 2.7. Passwörter sichern. 2.7.1. Teilen Sie niemandem Ihr Passwort mit. Passwörter sind streng vertrauliche Informationen. 2.7.2. Verschicken Sie niemals Passwörter in E-Mails oder auf anderen Kommunikationswegen. 2.7.3. Notieren Sie niemals Ihre Passwörter und hinterlegen Sie es auch nicht im Büro. In Ihrem Büro. Oh, ich will immer... Ah! 2.7.4. Wenden Sie sich bitte unverzüglich an die IT-Abteilung, falls Sie den Verdacht haben, Ihr Passwort könnte andere Personen bekannt sein. Ah, so kann ich runterscrollen. Ja, auf jeden Fall. Ihr Passwort könnte an anderen Personen bekannt sein. Anwender haften für alle Aktivitäten an nicht gemeldete kompromittierten Arbeitsdingsbums. Die Computer reparieren sich selbst. Cool. Ein Kommentar zu heute, ja. Kann man die
die Uhrzeit sehen, wann das angekommen ist? Anscheinend. Simons, die heutigen Testergebnisse waren alle negativ. Haben Sie die korrekte Neuromod installiert? Schließen Sie sich mit Graves kurz und finden Sie heraus, was schiefgelaufen ist. Das sollte oberste Priorität haben. Alex. Irgendwas sagt mir, dass das hier für Neuromods da ist. Und ich habe Angst. Der Safecode ist... Kann man das irgendwie anders rausfinden? Also ich glaube 1, 0, aber den Rest kann ich nicht lesen. Ich weiß es nicht. Steht vielleicht auf der anderen Seite irgendwas? Nee, glaube ich. Ich will diesen Safe aufkriegen. Hey. Aber wie? Das kann man doch nicht lesen, oder? Ich glaube, das erste ist eine 1, weil das ist nur so ein Strich. Danach würde ich sagen, kommt eine 0. Wobei das hier in der Mitte sehr irritierend ist. Boah, ich hab keine Ahnung. Ich hoffe, ich komme hier wieder hin zurück, weil ich will diesen Safe echt öffnen. Alter, sieht das cool aus. Warum? Das sind einfach Löcher im Himmel. Und man sieht... Hat man das vorher auch schon gesehen? Man sieht, dass es Glas ist. Das hat man aber vorher nicht gesehen. Nee. Safe hat man das vorher nicht gesehen. Weil... Was zerstören? Nein, von mir aus nicht. Also ich glaube, man hat es nicht gesehen, weil man hätte halt hier hingehen können an den Rand und hätte man ganz klar gesehen, dass es nicht echt ist. Aber wie haben sie das mit dem Gerüst gemacht? Ah, das Gerüst fährt... Das ist nicht zu sehen, das fährt ein, okay. Boah, das ist so cool. Ich weiß nicht genau, was ich jetzt machen soll, aber ich gehe mal den umständlichsten Weg, den ich gehen kann, um dann hier wieder raufzukommen. Wo waren die? Die Treppen waren nicht hier, die waren da. Aber das sieht man jetzt nicht. Hier irgendwo waren die. Herbert, wie komme ich da hin? Hier waren die Treppen. Irgendwo hier waren die. Aber wo? Die waren, soweit ich weiß, hier genau in der Mitte. Ah, hier. Hab's. So.
Kann ich Dingsbums nochmal ändern? Lol, wie man wirklich sieht, dass das einfach fake ist. Und jetzt? Looking Glass aus. Looking Glass an. Kann man irgendwie diese Helikopter... Also, ich weiß halt nicht, ob im Helikopter selbst auch Looking Glass ist oder... Ob die Helikopterfahrt auch von einfach nur von diesem außerhalb Looking Glass gemacht wurde. Egal. Es ist cool. Okay, ich gehe mal weiter. Weg damit!